Hallo, und schöne Grüße aus dem, naja, etwas regnerischen Lipperland. Mein Name ist Norbert Fuhrmann. Ich bin Lehrer am Felix-Lechmar Berufskolleg und einer aus dem GAP-Team. Karin, du bist ja auch da. Ja, Überraschung. Mein Name ist Karin Deisberg. Ich bin auch Lehrerin am Felix-Fechenbach Berufskolleg in Detmold und ich unterrichte die Fächer Englisch und Deutsch und bin gemeinsam mit meinen beiden Kollegen Norbert Fuhrmann und Uwe Reker, der heute leider nicht hier sein kann, zuständig für den Amerika-Austausch mit unserer Partnerschule, dem Atlanta Technical College in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Und ja, unsere Schulpartnerschaft gibt es bereits seit über 20 Jahren. Die wird auch bei uns an der Schule sehr aktiv gelebt. Und ein Aspekt, der schon immer sehr wichtig dabei war, über die ganzen Jahre, ist die Projektarbeit. Ja, die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten die Projektarbeit natürlich vor eine besondere Herausforderung gestellt. Und deswegen haben wir Ideen gesammelt und überlegt, was man virtuell zusammen machen kann mit der Partnerschule und auch mit Partnerschulen aus anderen Ländern. Und ja, da sind wir zu ein paar ganz interessanten Ergebnissen gekommen. Und Norbert wird euch jetzt zu einem Projekt, was mit einer 360-Grad-Kamera mit Schülerinnen und Lehrern durchgeführt wurde, von unserer Schule und den Partnerschulen noch etwas mehr sagen. Ja, wir haben uns überlegt, wie können wir Aktivitäten in die Schulpartnerschaften bringen. Und da kam der Gedanke virtueller Austausch, der vom PAD propagiert wurde. Und so haben wir uns da mal dahinter geklemmt und haben mit einer 360-Grad-Kamera mal so ein paar Rundgänge gemacht und dachten, das ist eine tolle Sache, die können wir auch mit unseren Partnerschulen machen. Und so ist dieses Projekt entstanden, was Sie ja auf der Moodle-Seite sehen, was als Best Practice-Beispiel dargestellt wird. Und das Schöne daran ist, es ist nicht nur unsere GAP-Schule, das Atlanta Tech in Atlanta dabei, sondern alle unsere Partnerschulen. Wir sind völlig aus dem Häuschen gewesen, dass alle Lust hatten, da mitzumachen. Natori in Japan, in Finnland Savonlinna, dann Herzogenbosch in den Niederlanden und so weiter und so fort. Sie können sich das ja selber auch alles angucken. Ja, wir freuen uns, dass wir hier überhaupt was sagen können. Und es ist schön, dass so viele Schulen sich für den GAP-Austausch interessieren und Partnerschaften installieren wollen. Und wir können nur sagen, das lohnt sich. Absolut. Seit 25 Jahren. Und es macht Spaß. Viel Spaß bei der Veranstaltung. Wenn Fragen sind, der PAD hat unsere E-Mail-Adressen. Einfach schreiben. Tschüss. Tschüss.